Herzlich willkommen auf dem Mami-Liebe-Kanal Mami werden, Mama sein. Heute geht es um das Thema Baby-Erstausstattung. Und das Allerwichtigste, was ich euch am Anfang mit auf den Weg geben möchte, wenn ihr schwanger seid oder auch irgendwann mal ein Baby haben wollt, stresst euch nicht. Das ist das Allerwichtigste für euch und auch für euer Baby, gerade in der Schwangerschaft. Und ich muss sagen, ich war die ersten Wochen, als ich erfahren habe, dass ich schwanger bin, dachte ich auch so, okay, Shia, du musst jetzt das besorgen und das besorgen. Und irgendwann habe ich mich davon gelöst. Ich habe mir dann so gedacht, vor ein paar Jahrzehnten oder auch schon vor ein paar Jahrhunderten, Babys brauchen einfach nicht viel. Gerade Neugeborene. Die brauchen ganz viel Liebe, ganz viel Nähe. Die haben Hunger, die müssen Kaka machen. Aber selbst die heutigen Pampers braucht man dafür nicht. Früher meine Uroma hat das immer alles ausgewaschen. Das machen wir heute in der Regel natürlich nicht mehr. Aber nur, um sich das nochmal zu verdeutlichen. Es ist ganz toll, dass wir die Möglichkeit haben, das alles zu haben, aber es ist nicht zwingend notwendig. Und das möchte ich euch einfach nochmal in Erinnerung rufen. Was auch noch ganz wichtig ist, dass ihr schaut, was braucht ihr für euch? Was passt in euer Leben? Ich zeige euch heute die Dinge, die ich als nützlich empfunden habe. Ich blende euch die teilweise auch hier ein. Ich mache da noch so Close-ups, dass ihr die Sachen auch seht. Aber letztendlich schaut ihr einfach mal, was ihr davon braucht. Ich werde auch zu allen einzelnen Sachen auch nochmal sagen, wieso, warum, weshalb, warum man die auch weglassen könnte. Und je nachdem, wenn es gerade passend ist, euch auch nochmal so ein paar Alternativen nennen, wie man das vielleicht nicht braucht, weil man es irgendwie anders lösen kann. Und denkt auf jeden Fall daran, nachkaufen könnt ihr in der heutigen Zeit immer. Wenn ihr merkt, ihr habt was vergessen und das Baby ist gerade ein paar Tage alt, dann könnt ihr entweder es online bestellen, wenn ihr keinen habt, der die Sachen irgendwie für euch einkaufen geht. Und ansonsten gibt es auch alles in unseren Geschäften. Nochmal ein Grund, sich nicht zu stressen. Kommen wir aber mal als allererstes zum Thema, wann sollte ich mich eigentlich damit beschäftigen. Da gibt es auch wieder unterschiedliche Meinungen zu. Ich habe, wie gesagt, mich da am Anfang so ein bisschen gestresst, bis ich mich davon gelöst habe. Und letztendlich, was so meine Erfahrungen sind und was ich so in meinem Freundeskreis gesehen habe, ist eigentlich so das zweite Trimester, Ende des zweiten Trimesters, die beste Zeit. In den ersten 3 Monaten habe ich einfach noch ein bisschen nachdenken festgestellt, okay, das ist alles ein bisschen früh. Abgesehen davon hatte ich auch eine 24-Stunden-Übelkeit über 3 Monate verteilt. Das war einfach nicht mehr schön. Ich hätte mich gar nicht weder mit Online-Shopping noch irgendwie in die Stadt gehen beschäftigen können. Im zweiten Trimester hatte ich die meiste Energie und ich glaube, so geht es vielen schwangeren Frauen, auch nicht allen. Aber das, was ich jetzt in meinem Freundeskreis mitbekommen habe, hatten die meisten Frauen im zweiten Trimester die beste Zeit. Deswegen würde ich jetzt empfehlen, wenn ihr eine einigermaßen normal verlaufende Schwangerschaft habt, schaut danach, wann habt ihr die meiste Energie, wann fühlt ihr euch am besten, wann habt ihr Lust dazu. Weil bei mir war es im dritten Trimester dann wieder so, der Kleine sah schon so tief, ich musste einfach liegen. Ich habe die letzten 3 Monate komplett liegend verbracht. Und viele andere Frauen, und so wäre es mir wahrscheinlich, selbst wenn ich das nicht gehabt hätte, auch gegangen, man hat dann so eine Kugel vor sich und man hat auch nicht mehr unbedingt Lust, die Geschäfte unsicher zu machen. Geht bestimmt auch einigen Frauen anders, aber bei mir war schon, ich war so kurzatmig und die Treppe rauf und runter war schon genügend Katastrophe, genügend Anstrengung. Deswegen würde ich sagen, schaut einfach individuell, wann passt es für euch am besten. Meine Erfahrung, zweites Trimester. Beim Thema Kleidung, da kommen wir ja gleich auch noch drauf zu sprechen, müsst ihr euch aber auch immer wieder denken, wenn ihr wenig Sachen habt, müsst ihr dementsprechend natürlich auch öfter die Waschmaschine anschalten. Und ich finde, es macht einem das alles so ein bisschen komplizierter. Deswegen habe ich bei den Kleidungssachen, das werdet ihr gleich auch sehen, ein paar mehr Sachen geholt, weil ich einfach da keinen Stress haben wollte. Und ich hatte jetzt auch in der Zeit nicht so viel Lust, jeden Tag oder alle 2 Tage die Waschmaschine anzuschalten. Deswegen habe ich da ein bisschen mehr gekauft. Und ihr müsst ja auch bedenken, wenn ihr jetzt so Bodies holt, ne? Es kann sein, oder was heißt es kann sein, mit sehr, sehr großer Wahrscheinlichkeit kommt mal wieder ein bisschen Milch raus. Das kann euch aber auch 2-mal am Tag passieren oder 3-mal am Tag. Dann kann mal was aus der Windel rauslaufen. Wenn ihr eure Kleinen wickelt,
gerade bei den Jungs, das ist mir schon mal öfter passiert, dann kommt einfach ein Pipistrahl. Dann ist alles nass drumherum. Da kann es dann schon mal passieren, dass man schon einige Male sein Kleines wechselt und dementsprechend hat man natürlich dann auch einen ordentlichen Kleidungsverbrauch. Und wenn man dann nicht genügend hat, dann ist man ständig vor der Waschmaschine. Was ihr meiner Meinung nach auf jeden Fall braucht, Spucktücher. Ich habe da mittlerweile unzählige von, weil wir die auch immer wieder geschenkt bekommen haben. Am Anfang hatte ich so, ich würde mal sagen, so 15 bis 20 Stück. Ihr kommt auch mit weniger aus. Also wie gesagt, wenn ihr jetzt sagt, nur 5. Bei mir war es im Schnitt so, ich würde mal sagen, wir haben schon so 3, manchmal sogar 4 am Tag gebraucht. Das könnt ihr euch ja dann ausrechnen. Spucktücher würde ich genügend schon von vornherein kaufen. Auch schon welche mit ins Krankenhaus nehmen, in der Wickeltasche welche haben. Die meisten Krankenhäuser haben, ich glaube, auch welche, aber ich wollte trotzdem auch welche dabei haben für die Fahrt zurück. Deswegen Spucktücher, ein absolutes Must-Have. Bodies. Ich bin immer viel besser mit Wickelbodies zurechtgekommen, weil dann habe ich Kieren da reingelegt und dann habe ich das so zugemacht. Über dem Kopf hat er nie so gerne gemocht. Die hatten im Krankenhaus auch welche, die man über Kopf angezogen hat. Hatte ich auch damals schon welche geschenkt bekommen. Letztendlich komme ich mit den Wickelbodies besser zurecht. Das ist aber auch wieder eine ganz individuelle Angelegenheit. Meine Mama zum Beispiel, die kriegt dann halben Nervenzusammenbruch, weil das muss man ja dann auch innen wieder knöpfen. Die mag lieber die, die man über den Kopf zieht. Deswegen schaut am besten mal, wenn ihr irgendwie eine Freundin habt, womit ihr besser zurechtkommt. Und ich würde sagen, ach, wie viele hatte ich denn? Also ich hatte schon einige auch wieder am Anfang, aber so 10 bis 15 Stück sollte man schon haben, wenn man nicht ständig, wie gesagt, waschen will. Ihr müsst auch hier wieder rechnen, es kann immer mal wieder was daneben gehen. Und wenn ihr jetzt nur 5 Bodies habt, in Anführungsstrichen nur 5, und ihr braucht 3 Stück davon am Tag, kann das ein bisschen eng werden. Und ich würde gerade jetzt auch in der Jahreszeit eher welche mit Langarm nehmen. Ich habe damals im März entbunden und hatte auch welche mit Langarm. Wenn ihr jetzt im Hochsommer entbindet bei 38 Grad, würde ich eher zu den kurzärmeligen Bodies tendieren. Aber wichtig ist, dass ihr immer guckt, dass eure Babys richtig schön, in Anführungsstrichen, warm angezogen sind, dass sie auf gar keinen Fall frieren. Was bei uns auch auf gar keinen Fall fehlen dürfte, Windeln. Ich glaube, ich hatte so 4-5 Packungen Windeln für die erste Zeit. Die haben wir ja dann leider auf der Intensivstation verbracht, sonst wären wir natürlich zu Hause gewesen. In der Größe, ich weiß es gar nicht. Hatten wir eins? Nee, ich glaube, eins hatten wir gar nicht. Ich glaube, wir hatten direkt 2. Bin mir aber nicht ganz sicher. Aber da könnt ihr auch gegen Ende eurer Schwangerschaft gucken, wie groß ist das Baby so insgesamt. Ihr könnt auch mal ein Notfallpaket holen, wenn ihr wisst, okay, es könnte sehr klein werden. Dann geht ihr die kleinste Größe holen. Und ansonsten, ich meine, wir hätten damals mit einer 2 angefangen, aber ich bin mir nicht so ganz sicher. Windeln. Absolutes Must-Have. Sonst ist man zu Hause so ein bisschen aufgeschmissen. Wobei, ich habe auch unter dem letzten oder vorletzten Video gelesen, da war eine Mama, ich glaube, die hat gar keine Windeln benutzt. Also das geht auch. Es geht alles. Das ist ja das Schöne. Wir sprechen heute über etwas, wo ihr bei allen Dingen sagen könnt, es muss nicht sein, es kann sein, aber es muss nicht sein. Das ist, ich finde, ein sehr schönes Gefühl. Aber für mich war es wichtig, Windeln zu haben. Eine richtig schöne warme Decke oder besser noch 2 oder 3, weil hier kann auch schon mal ein bisschen Kotzi daneben gehen. Je nachdem, wie viel die Kleinen getrunken haben, kommt dann auch schon mal was raus. Aber eine richtig schöne, warme, kuschelige Decke sollte auch auf jeden Fall mit dabei sein. Wenn die Kleinen dann auch in der Autositzschale sitzen oder auch mit euch mal spazieren gehen oder so, dass ihr was habt, wo ihr die so richtig schön warm einpacken könnt, gerade jetzt im Winter. Also eine schöne Kuscheldecke. Das, was jetzt kommt, ist bei der Erstausstattung absolut kein Muss. Ich nenne es trotzdem, weil es mir in den ersten Wochen geholfen hat. Und zwar ist das so eine Krabbeldecke, idealerweise mit einem Spielbogen drumherum. Da kann man auch schon sehr kleine Babys drauflegen, wenn ihr dann irgendwie so ein bisschen Klimpersachen habt oder irgendwas mit Schwarz-Weiß-Karten, was sie beobachten können. Das kann für den Alltag sehr, sehr hilfreich sein. Dann kommt ihr auch mal dazu, euch zu duschen oder irgendwas
zu erledigen, wenn ihr etwas habt, wo ihr wisst, okay, da ist das Baby sicher drauf, weil ihr es sowieso im Blick habt. Ich würde ein neugeborenes Baby niemals alleine lassen. Ihr habt es im Blick, es ist wach, es hat was zu beobachten. Für die ist ja wirklich auch alles neu. Die ganze Welt, jeder Lichteinfall ist neu. Und wenn ihr dann so einen kleinen Spielbogen habt, wo die einfach so ein bisschen beobachten können, kann das euren Alltag erleichtern. Und fürs Baby ist es einfach so, dass es ein bisschen Beschäftigung hat. Feuchttücher brauche ich bis heute noch, deswegen hatte ich auch von Anfang an so einen kleinen Vorrat angelegt. Das kann man allerdings auch anders lösen, gerade wenn man vielleicht einen Wickeltisch hat, was bei mir zum Beispiel auch zu einem Must-Have gehört hat. Wobei ich sagen muss, ich wickle auch super viel auf dem Boden. Und im Grunde genommen, ein Wickeltisch ist schön zu haben, der steht hier links neben mir. Wenn man jetzt sagt, man will irgendwie ein bisschen Geld sparen, es lässt sich auch anders lösen. Solange man eine gute Unterlage hat, man kann auf dem Bett wickeln, auf dem Tisch wickeln. Ganz, ganz wichtig, nie das Baby aus den Augen lassen, wirklich immer dabei bleiben. Das ist auch auf dem Wickeltisch so, da muss man immer die Augen aufhaben und niemals den Rücken zukehren. Auf jeden Fall fand ich, ein Wickeltisch ist schön zu haben, muss man aber nicht. Das gleiche, Feuchttücher kann man haben, man kann da aber auch sagen, ich mache alles mit Waschlappen. Was ich aber auch noch gemerkt habe, dass es wichtig ist, da kann man allerdings auch so, wie nennt man so, Kompressen? Ich glaube Kompressen, habe ich auch welche hier. Das hatten die auch damals im Krankenhaus, wenn man die so ein bisschen mit Öl beträufelt. Gerade im Windelbereich gehe ich im Grunde genommen immer noch mal mit ein bisschen Öl dran. Wenn da Feuchtigkeit ist, dass das alles so ein bisschen eingeölt wird. Deswegen könnt ihr euch entscheiden, entweder ihr nehmt die komplette Waschlappen-Variante, verzichtet komplett auf Feuchttücher oder ihr geht euch Feuchttücher holen. Je nachdem, was euch besser ist. Die umweltfreundlichere Variante ist definitiv der Waschlappen. Eine Wickeltasche, die habe ich auch von Tag 1 gebraucht, als wir aus dem Krankenhaus gekommen sind. Wir hatten ja, ne, viele von euch werden es wissen, eine sehr schwere Zeit und ich habe mir aber trotzdem vorgenommen, wenn wir nach Hause kommen, recht schnell auch wieder rauszugehen, mal was essen zu gehen. Und da ist eine Wickeltasche einfach Gold wert. Ich habe mir damals einen Rucksack gekauft, mit dem ich auch nicht ganz so happy bin, weil der, wie gesagt, ständig irgendwie kaputt geht und der Reißverschluss kaputt gegangen ist. Aber da könnt ihr auch gucken. Geht ihr euch einen Rucksack holen? Ich fand das viel praktischer, weil man den einfach auf den Rücken packen kann. Und es ist nicht wie so eine Wickeltasche, die man über die Schulter nimmt. Aber auch hier schaut einfach, was euch besser gefällt. Bei mir ist in meinem Rucksack dann unter anderem auch noch so eine kleine separate Tasche mit dabei. Ich verlinke euch übrigens alle Produkte, die ich benutze, unten in der Infobox, nur damit ihr Bescheid wisst. Da sind dann Windeln drin, Feuchttücher, ein bisschen Öl. Da habe ich auch, ich glaube, nasenfrei heißt das mit dabei, ein bisschen Kochsalz. Also überall, das ist so eine kleine Notfalltasche. Dazu habe ich, was beim, also bei uns jetzt auch ein Must-Have war, ich habe so ein Ärzte, so eine kleine Ärzte-Falttasche, die ist jetzt so dick ungefähr. Da habe ich alles reingepackt, sein Untersuchungsheft, seine ganzen Entlassungsbriefe, seine Krankenkarte. Also alles, was so seine Gesundheitsgeschichte angeht, ist in dieser Tasche drin. Die ist auch im Wickelrucksack, die habe ich auch immer dabei. Muss man vielleicht auch nicht immer dabei haben, bei uns auf jeden Fall, weil wenn irgendwie noch mal was passieren sollte, dass die Notärzte direkt alles zur Hand haben und ich nicht erstmal nach Hause fahre und in der Zeit irgendwie wertvolle Zeit verliere, die man sich einfach hätte sparen können. Beim nächsten Punkt gibt es auch sehr viele unterschiedliche Meinungen. Wir haben uns für einen Schnuller entschieden, beziehungsweise für unterschiedliche Schnuller. Kann man aber auch machen, wie man möchte. Uns hat es sehr geholfen in der ersten Zeit. Kian war auch immer ein Kind, der wollte gerne schnullern. Der hat das gebraucht, den hat das beruhigt. Und ich habe dann einfach gedacht, wir machen es einfach. Was ich da empfehlen kann, nicht nur eine Schnullerart zu kaufen, weil ich glaube, er hat 5 oder 6 unterschiedliche Schnuller. Die hat er immer wieder, das hat gar nicht funktioniert. Die sind bis heute fast unbenutzt. Und er hat im Grunde genommen, ich glaube, von 0 bis 6 Monaten nur eine Schnullerart benutzt. So diese ganz kleinen, ich glaube, die waren von Mam, M-A-M. Und jetzt ab dem 6. Monat hat er auch wieder nur eine Schnullerart, die er nimmt. Alle anderen spuckt er aus. Er möchte nur diese spezifischen Schnuller haben.
Da ist aber auch wieder jedes Kind anders. Vorher besorgt habe ich auch noch Hosen. Ich würde mal sagen, ich habe so 7 bis 10 Hosen auch wieder vorher geholt. Kann man natürlich auch wieder weniger holen. Da kann man dann wieder schauen, wie viel braucht man. Aber bei uns waren es so zwischen 7 und 10 und letztendlich durch Geschenke, der eine bringt was mit. Dann sieht man noch mal was Schönes, sind es dann letztendlich über die Wochen und Monate dann auch noch mal ein bisschen mehr geworden. Socken. Socken würde ich auf jeden Fall auch mit in die Erstausstattung mit dazu nehmen. Vor allem, weil es sehr wichtig ist, dass Babys Füßchen auch immer schön warm sind. Und jetzt um diese Jahreszeit würde ich auch ein paar Söckchen holen, die ein bisschen dicker sind. Wenn ihr, wie gesagt, im Frühjahr oder im Sommer entbindet und es ist nicht ganz so kalt, dann gibt es auch dünnere Söckchen. Und davon braucht man, glaube ich, jetzt nicht ganz so viele, weil die kann man auch mal so 2 Tage oder so anziehen, finde ich. Und da würde ich jetzt mal sagen, wir hatten auch wieder ein paar mehr, aber so 7 Stück, 8 Stück kommt ihr auf jeden Fall auch in der ersten Zeit gut mit aus. Eine schöne warme Jacke. Da würde ich darauf achten, dass das nicht so ein festes, steifes Material ist. Da hatte ich auch eine, die habe ich Kia nicht einmal angezogen, weil ich irgendwie das Gefühl habe, wenn ich den da einpacke, der ist so richtig steif und kann sich irgendwie nicht bewegen. Da würde ich auf ein schönes, dehnbares Material achten. Ich habe zum Beispiel am Anfang, ich hatte auch so eine Joggerjacke für ihn, die war auch richtig schön warm, die war aus so einem Niki-Stoff und ich habe sie ein bisschen größer geholt, weil ich das einfach schöner fand, wenn er so ein bisschen mehr Bewegungsfreiheit hatte. Jäckchen würde ich vielleicht jetzt gerade um die Winterzeit auch so 2 Stück holen, dass ihr auch wieder was zum Wechseln habt, falls mal was daneben geht, ein bisschen Milch wieder rauskommt, dass ihr da auf jeden Fall eine Reserve habt und nicht direkt sagt, okay, Mist, jetzt ist alles nass und schmutzig und ja, jetzt habe ich keine Jacke mehr. Aber ganz wichtig, auf ein schönes, angenehmes, dehnbares und flexibles, kuscheliges Material achten. Bei unserer Erstausstattung waren auch Mützen dabei und ich finde, das ist auch ein ganz wichtiger Punkt, dass man auf jeden Fall Babys Köpfchen ganz, ganz warm hält. Und das braucht man schon im Krankenhaus. Also so ging es mir. Es sind ja öfter schon mal ein paar Türen geöffnet. Mir war es immer sehr wichtig, dass der Kopf des Kleinen gegen Kälte geschützt ist. Und bei Mützchen würde ich sagen so 4, 5 Stück. Also im Grunde genommen würden auch 2 oder 3 reichen. Aber wenn ihr jetzt sagt, okay, ich hätte das ganz gerne passend, vielleicht eine braune, eine beige, eine blaue, eine weiße vielleicht noch, was auch immer ihr für Farben mögt, dann könnt ihr euch auch ruhig ein paar mehr holen. Strampler habe ich auch geholt, die finde ich sehr, sehr praktisch. Ich musste darauf achten, dass die unten zum Knöpfen sind, weil wir haben ja den Monitor mit den ganzen Kabeln. Und deswegen war es bei mir wichtig, dass oder bei uns wichtig, dass ich darauf achte, dass die unten zum Knöpfen sind. Wenn ihr jetzt, und das hoffe ich für euch, keinen Monitor habt, dann kann man auch etwas mit Reißverschluss holen. Da gibt es auch sehr, sehr schöne, die kann man bis nach oben ziehen. Strampler sind halt schon sehr angenehm und einfach. Und auch hier würde ich sagen, so zwischen 5 und 7 Stück müsst ihr auch mal schauen. Ach, wenn man dann einmal am Kaufen ist, dann hat man auch meistens so viel Spaß daran, dass man vielleicht wieder mehr kauft, als man eigentlich braucht. Aber auch hier dran denken, es kann sehr schnell etwas daneben gehen. Haben wir ja vorhin schon mal drüber gesprochen. Was ich übrigens auch noch jetzt gerade um die Jahreszeit mit reinnehmen würde, wären so Pullis. Und auch hier hätte ich lieber so 2, 3 in Reserve. Ich habe zum Beispiel auch immer ein komplettes Outfit in der Wickeltasche mit drin. Am Anfang hatte ich das vergessen und wir waren unterwegs und dann gab es einen kleinen Unfall und ich hatte nichts zum Wechseln dabei. Deswegen denkt immer daran, in eurer Wickeltasche auch nochmal ein Ersatzoutfit dabei zu haben. Und jetzt um diese Jahreszeit auch so etwas wärmere Oberteile. Sprich, ihr habt den Body dann und die Hose und dass die Kleinen dann auch obenrum noch etwas Warmes anhaben. Bei den Oberteilen, also bei den Pullis, würde ich dann schon sagen 7 bis 10 Stück, damit ihr einfach nicht diesen Stress habt. Oder halt ein bisschen weniger, dann wieder mit dem Wissen, okay, dann muss ich wieder öfter an die Waschmaschine. Was ich auch noch ganz, ganz wichtig finde, einen Schlafsack. Idealerweise 2 Schlafsäcke, weil da hatten wir auch schon den ein oder anderen Unfall mitten in der Nacht. Dann war der nass und letztendlich, wenn ich keinen zweiten gehabt hätte, hätte ich mir andere Lösungen überlegen müssen. Was jetzt auch kein Drama gewesen wäre, aber 2 Schlafsäcke finde ich schon sehr vorteilhaft. Im Sommer hatte ich so ganz leichte, dünne und jetzt im Winter habe ich dickere geholt. Ich habe unter anderem auch einen mit Ärmeln dran.
Ich blende euch das, wie gesagt, hier alles mal ein, wenn es halt so richtig kalt ist. Weil Babys sollten idealerweise nicht mit der Decke zugedeckt werden. Wenn die dann aus irgendeinem Grund über das Gesicht kommt und die können sich noch nicht selbst befreien, das kann sehr gefährlich werden. Deswegen würde ich euch empfehlen, euch um 2 Schlafsäcke zu kümmern. Beim nächsten Punkt gibt es auch wieder sehr viele unterschiedliche Meinungen und ich wäre wahrscheinlich auch anders, wenn wir nicht so lange auf der Intensivstation gewesen wären und ich Bedenken hätte, dass er krank wird, und zwar ein Heizstrahler. Ich habe hier am Wickeltisch einen Heizstrahler und ich habe das Gefühl, auch so im März und im April, da war es ja noch ein bisschen kühler, wenn es schön warm ist, ist das Baby entspannter. Wenn ihr jetzt einen warmen Raum habt, wie zum Beispiel das Badezimmer, und ihr sagt, okay, da wickel ich den oder die Kleine sowieso immer drin, vielleicht habt ihr da eine Waschmaschine drin stehen, und ihr macht das sowieso da. Ich glaube, dann braucht ihr keinen Heizstrahler. Bei uns, ich hatte erstmal das Kinderzimmer hatten wir oben, weil wir keinen anderen Raum zur Verfügung hatten. Der Wickeltisch stand oben und ich habe schon am ersten Tag gemerkt, Sheila, das macht keinen Sinn. Und dann haben wir den Wickeltisch nach unten getragen. Deswegen steht der jetzt bei uns im Schlafzimmer. Für mich die deutlich bessere Lösung und worum es geht, gerade am Anfang, macht es euch so einfach, wie es geht. Und wir brauchen hier halt einen Heizstrahler, weil bei uns im Badezimmer, ich schlafe ja immer bei geöffnetem Fenster, ist es halt wichtig, dass ein Heizstrahler hier ist. Der steht da, deswegen gucke ich da irgendwie gerade die ganze Zeit hin. Aber auch hier, ich habe auch mal mit einer Krankenschwester gesprochen, die hat gesagt, nee, bei uns gab es sowas überhaupt nicht. Immunsystemstärkung kann ich auch nachvollziehen. Deswegen, das ist jetzt nicht ein absolutes Must-Have. Guckt da einfach mal, wie eure Kinder sind. Vielleicht haben die auch gar kein Problem damit, wenn es mal ein bisschen kühler ist. Schaut da einfach, was am besten für euch ist. Alle, die ein Auto haben oder öfter mit dem Taxi fahren, also auf 4 Rädern unterwegs sind, brauchen auf jeden Fall einen richtig qualitativ guten Kindersitz. Das ist auch etwas bei den Schalen, ich würde nicht sparen. Also da bin ich ins Geschäft gegangen und habe gesagt, bitte geben Sie mir den Kindersitz, der qualitativ am besten ist, am sichersten ist. Weil das ist ein Punkt, wenn ich jetzt da gucken würde auf den Preis und etwas holen würde, was nicht so gut ist und es würde irgendwas passieren, das könnte ich mir nicht verzeihen. Deswegen ist das ein Punkt, bei dem ich wirklich sage, schaut, dass ihr was Gutes holt. Dann verzichtet lieber auf alle anderen Sachen, aber ich finde einen guten Autositz, der sicher ist, mit das Wichtigste. Kommen wir zu anderen Transportmitteln. Wenn ihr einen stabilen Rücken habt, meiner ist leider seit der Geburt komplett hinüber, Tragetücher. Also ich liebe Tragetücher. Ich habe ein schwarzes, das zeige ich euch auch hier, und das andere, was ich jetzt auch noch habe, das ist so ein beigefarbenes. Ich liebe diese Tragen. Also das sind jetzt auch keine Tragetücher. Entschuldigung, also das ist nicht so ein Tuchmaterial, sondern die sind schon so ein bisschen fester. Und die sind beide super. Kann ich euch nur empfehlen. Ich habe leider das Problem, bei mir geht es nicht länger als eine halbe Stunde. Dann ist mein Rücken komplett, also ich bin dann komplett fertig mit der Welt. Mir tut dann der Rücken richtig, richtig weh. Aber wenn ihr einen gesunden Rücken habt, es gibt nichts Besseres. Wenn das Kind das mag, also bei Kian war es am Anfang auch so, der war auf die ersten paar Minuten ganz begeistert und ab einem bestimmten Punkt hat er es geliebt. Dann ist er am Anfang auch die ersten Monate da immer direkt eingeschlafen. Ist egal, wo wir waren, im Restaurant, in der Stadt, der hat immer direkt geschlafen. Das hat ihm so ein richtiges Sicherheitsgefühl gegeben. Und um ehrlich zu sein, ich glaube, wenn ich könnte, würde ich wahrscheinlich immer nur die Trage benutzen. Es geht bei mir nicht, deswegen haben wir auch einen Kinderwagen, beziehungsweise nicht deswegen, sondern wir haben den vorher schon geschenkt bekommen von unseren Eltern. Die haben sich zusammengetan und haben uns dann diesen Kinderwagen geschenkt. Noch kurz zur Ergänzung. Ich glaube, wenn wir den nicht geschenkt bekommen hätten, hätten wir uns niemals so einen teuren Kinderwagen gekauft. Ich liebe unseren Kinderwagen. Der ist unwahrscheinlich praktisch. Der hat so ein Bremssystem, wenn es bergab geht, wenn es berghoch geht, kann man da auch noch sowas einstellen, dass der einen unterstützt. Der wippt von alleine, wenn man irgendwie im Café ist, ne, dass man nicht die ganze Zeit schaukelt. Das sind aber alles Sachen, wenn man sagt, okay, entweder wir bekommen den geschenkt, wir dürfen uns sowas aussuchen oder wir haben gespart oder wir haben einfach das Geld dazu. Wir wollen die schönsten und besten Sachen kaufen, was ich vollkommen in Ordnung finde.
Jeder soll sein Geld dafür ausgeben, was ihm wichtig ist. Dafür hat man in der Regel gearbeitet. Der ist schon super. Also es ist ein toller Kinderwagen und ich liebe den. Wir haben den in Dunkelblau geholt. Der ist schick, der ist praktisch, der lässt sich super easy zusammenbauen. Beim Kinderwagen würde ich auch darauf achten, dass der einfach auseinanderzubauen ist. Also abzubauen, aufzubauen ist. Wenn ihr ins Geschäft geht, sagt bitte etwas Einfaches. Weil wenn ihr da stundenlang am Zusammenbauen seid, vielleicht dann noch ein schreiendes Kind im Auto habt, das macht euch das Leben nur unnötig schwieriger. Und unseren liebe ich und ich gehe so gerne mit dem spazieren. Man braucht es wirklich nicht, ein komplett eingerichtetes Kinderzimmer. Ich habe oben auch alles eingerichtet. Ich habe so Wandtattoos geholt, ein Kinderbett. Also wirklich auch so Dekosachen, weil ich davon so aufgegangen bin. Es hat mir so viel Spaß gemacht. Aber ihr braucht es nicht. Macht es nur, wenn ihr sagt, ihr habt das Geld dazu, ihr habt die Zeit dazu und es macht euch Spaß. Ansonsten löst euch von diesem Druck. Ein Baby braucht kein komplett eingerichtetes Kinderzimmer. Was bei mir aber wiederum ein absolutes Must-have war, ein Stillkissen. Während der Schwangerschaft bin ich damit schon eingeschlafen, seitlich. Das hat unwahrscheinlich gut gestützt. Dann beim Stillen, ich habe ja die ersten Monate gestillt, es entlastet einen sehr. Ich habe zum Beispiel keinen Stillstuhl geholt. Das ging auch so, finde ich, brauchte man jetzt nicht. Aber da habe ich auch Freundinnen, die wieder sagen, auf jeden Fall muss man haben. Auch hier wieder, schaut einfach, was für euch wichtig ist. Mir hat das Stillkissen gereicht. Ich habe dann auf dem Sofa gelegen, hatte den Kleinen, dann ist man hier gestützt und da gestützt. Und jetzt benutze ich den fürs Bett. Kian schläft zurzeit bei mir im Bett und in der Regel hat er sein Stillkissen und er liegt dann da drin. Da kommen wir auch schon zum nächsten Punkt, Thema Beistellbett. Für so viele unerlässlich. Wir hatten auch eins und ich habe es eigentlich so gut wie nie gebraucht. Zum einen, weil der Kleine immer Körpernähe haben wollte und deswegen hat er von Anfang an direkt neben mir im Bett geschlafen. Dazu gibt es unterschiedliche Meinungen, gerade auch zum Thema plötzlicher Kindstod. Da gibt es die, die sagen, es ist besser, wenn die mit einem im Bett schlafen, solange die natürlich geschützt sind von Kissen und Decken, weil sie dann sich auch so ein bisschen am Herzschlag orientieren können. Dann gibt es die, die sagen, auf jeden Fall alleine in einem Bett schlafen. Ich bin nach meinem Gefühl gegangen und habe geschaut, was ist für unseren Sohn am besten. Also wo habe ich den Eindruck, dass er sich am wohlsten fühlt? Und es ist bis heute, fühlt er sich am wohlsten, wenn man mit ihm gemeinsam einschläft. Wenn er direkt bei einem ist, dann schläft er einfach am besten. Ansonsten finde ich ein Beistellbettchen eine super Sache, gerade wenn das Gitter auch noch zum Runterstellen ist. Man ist direkt da und ich hätte es auch gerne benutzt. Aber bei uns wurde es halt so gut wie nicht gebraucht. Deswegen ist das so eine Sache, hätten wir nicht gebraucht. Aber was wiederum gut ist, wir haben das Beistellbettchen dann irgendwann nach ein paar Wochen nochmal zusammengebaut zu so einem Vierer-Ding mit Rollen drunter. Das steht mittlerweile unten in der Garage, weil es zu klein geworden ist. Aber was richtig gut war, und wenn ihr ein bisschen Geld übrig habt, das macht schon Sinn, etwas zu haben, was man durch die Wohnung schieben kann. Das heißt, ihr geht duschen, könnt das Baby da reinlegen. Ihr kocht, könnt das Baby da reinlegen. Das ist auch in den ersten Wochen und Monaten kann das sehr, sehr vorteilhaft sein. Ein absoluter Lebensretter war bei uns die Babybjörn. Die habe ich irgendwann gegen Ende der Schwangerschaft, habe ich die online bestellt. Und Kian hat sie von Tag 1 geliebt. Die wippt ja so ein bisschen, weil so eine richtige Federwiege hatten, also haben wir nie bestellt. Die war mir auch, um ehrlich zu sein, ein bisschen zu teuer. Ich hatte, ich glaube, mal dieses Swing to Sleep, hatte ich mir mal eine Zeit lang immer angeguckt. Aber da hatte meine Hebamme dann auch gesagt, sie müssen sich auch jetzt im Vorhinein dann entscheiden, ob sie ein Baby haben möchten, was immer nur mit diesen Wiegenbewegungen einschlafen kann. Und dann habe ich mich dagegen entschieden. Dann habe ich gedacht, also zum einen ist sie extrem teuer gewesen und zum anderen dachte ich mir so, okay, wenn er dann immer nur da drin einschläft und er wird ja auch irgendwann mal größer, da haben wir uns dann dagegen entschieden. Die Babybjörn habe ich aber trotzdem sehr, sehr oft benutzt. Die benutze ich bis heute teilweise noch, weil jetzt ist es so, jetzt bewegt er sich ja schon komplett selber. Das heißt, er kann sich selber anwippen. Die benutzen wir teilweise auch noch beim Duschen gehen. Und die war und die ist bis heute super. Was ich auch noch gekauft habe, ist eine Babywanne. Aber das ist ein Punkt, wenn ihr ein gut geformtes Waschbecken habt, was eine schöne Tiefe hat,
braucht ihr keine Babybadewanne. Oder wenn ihr sagt, ihr nehmt das Baby sowieso selber mit in die Badewanne, dann würde ich auf jeden Fall darauf achten, dass das Wasser eine angemessene Temperatur hat und vor allem, dass ihr nicht irgendwelche Duschspatzsachen, Shampoos benutzt mit irgendwelchen Duftartikeln oder noch irgendein Badesalz oder sowas. Dann geht das natürlich auch. Ansonsten ist eine Badewanne, fand ich das schon sehr vorteilhaft. Heute würde ich allerdings eine nehmen, die auch ein bisschen höher gestellt ist, weil ich habe jetzt immer auf dem Boden gesessen und das auch noch nach der Geburt. Kann dann schon mal ein bisschen schmerzhaft werden, wenn man das 10 Minuten macht. Ein absolutes Must-Have war bei uns auch ein Fiebermesser. Das liegt bei uns immer griffbereit, wenn man den Eindruck hat, dass der Kleine zu warm ist und dann kurz beim Wickeln kontrollieren kann, ob das Baby Temperatur hat oder nicht. Ein Stilllicht, und das kann ich auch nur jedem empfehlen von Tag 1 an, bevor ihr eure Nachttischlampen anmacht oder irgendwelche Nachtlampen, die in der Regel trotzdem sehr, sehr hell sind, kauft euch so ein ganz kleines Stilllicht. Das hilft euch dabei, nicht komplett wach zu werden, wenn ihr das Baby in der Nacht füttert, sei es, dass ihr stillt oder per Flasche. Und dem Baby hilft es, nicht komplett aufgeweckt zu werden. Also ein Stilllicht kann ich jedem nur empfehlen. Wundschutzsalbe kann auch sehr hilfreich sein. In der Regel wickelt man das Baby in der ersten Zeit so oft, dass es idealerweise gar nicht wund wird. Aber wenn ihr jetzt sonntags seht, okay, da sind wunde Stellen und ihr habt keine Creme und das Baby ist irgendwie ein paar Wochen alt. Das ist schon nicht so ganz schön. Deswegen würde ich auf jeden Fall eine gute Wundschutzsalbe holen. Und Babymassageöl. Babymassageöl hatte ich auch von Anfang an. Das hatten die sogar im Krankenhaus. Ich glaube, wir haben Rosenöl benutzt. Und ich habe schon von Beginn an, sobald wir die Möglichkeit hatten, kleine Fußmassagen gegeben, kleine Beinmassagen. Ach, und das hat immer so viel Spaß gemacht, ne? Und das ist einfach so schön, dem Baby beim Entspannen zu helfen. Ein Windeleimer. Ein Windeleimer kann ich euch auch empfehlen, wobei ich sagen muss, ich bin mit meinem nicht so ganz happy, weil der immer klemmt. Aber Babys Kaki-Windeln stinken und wenn ihr die im normalen Müll entsorgt, in eurer Küche, dann kann das schon mal passieren, dass es sehr, 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 sehr stinkt. Und so ein Windeleimer ist praktisch, weil der ist luftig. Ich würde ihn aber trotzdem Minimum alle 2 Tage nach unten bringen. Da habe ich gerade auch im Sommer die Erfahrung gemacht, nicht länger warten. Und das war Babys Erstausstattung. Ich hoffe sehr, dass euch das Video gefallen hat. Und wenn euch noch Dinge einfallen, die ihr auf jeden Fall braucht oder gebraucht habt, schreibt das auf jeden Fall unten in die Kommentare. Ich freue mich, von euch zu lesen. Wünsche euch jetzt noch eine schöne Zeit. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns hoffentlich beim nächsten Video wieder. Bye, bye.